Hey ho Leute, willkommen zurück zu Mario Luigi Innen Bowser. Also nicht mehr in Bowser, aber Innen Bowser. Steht ihr? Also das Spiel heißt Bowser's Inside Story, aber wir sind nicht mehr Inside Story Bowser. Ganz genau. Aber wir haben taube Nüsschen dabei. Und ein bisschen Honig. Auch Sirup genannt. Yeah! Solange Sirup nicht durch ein Museum gepumpt wird, ist alles okay. Nein, Honig. Honig. Wir wollen eine Honigpumpe. Stimmt. Die strahlt Kraft und Macht aus. Ich meine, was würde mehr Kraft und Macht ausstrahlen als eine Honigpumpe? Die durch... Alles andere. Die durch ein Museum Honig pumpt. Haben wir jetzt fast geballt im Magen schon? Wir wollen das Fass überall angucken. Wer steckt in welchem Fass? Mario greift mit A, Luigi mit B an. Ziel? Zufällig. Effekt? Keiner. Ja. Tatsächlich eigentlich nicht schwer, dass du dir merken kannst. Du hast mir Angst. Hm? Wieso? Du machst mir ein bisschen Angst, dass du das alles so mal eben gemerkt hast. Das war doch easy. Das war echt nicht schwer. Ist okay. Ja gut, ich spiele aber auch nicht, das muss ich dazu sagen. Oh, warte, er brennt auch nicht, wenn ich nur mit dem Hammer hau? Oh, die Schuhe sind besser als erwartet. Die übertragen ihre Fähigkeit auf den Hammer. Nein, Louis nimmt den Schuh und packt ihn auf den Hammer und dann auch mit dem Hammer. Mit er reibt mal kurz den Schuh am Hammer. Genau, oder so. Oh, Louis, pass auf! Oh, ich hasse. Ich finde es viel leichter, wenn er mit mehreren Runden angreift. Boom! Stirb doch endlich! Mach's so platt, Maro! Louis. Regel mal kurz. Bist du es eigentlich, wenn Maro im Hintergrund ab und zu mal so hochhüpft? Ich kann schlecht drauf achten. Warum nicht? Jetzt zum Beispiel... Ach so! Ja, das bin ich. Pass auf, ich kann es dir gleich zeigen. Wieso machst du das? Aus Versehen, denke ich. Ist das ein Fetisch, Mario springen zu lassen? Vielleicht. Vielleicht geht mir immer einer auf, wenn ich das mache. Ich, aber wer das nicht? Hast du Marius Beine gesehen? Ich meine, ja, nicht so beeindruckt wie Louis Beine, aber trotzdem. Also, bei Marius hat der haarige Rücken der mich ein bisschen abtönt. ja, das sehe ich. Das ist Verteidigung, Alter. Guck dir mal Louis Verteidigung an. Oh, ich habe gerade. Wir müssen uns leider mit dem haarigen Rücken von Mario zurücknehmen. Ich habe gerade eine E-Mail von Nintendo bekommen, die verklagen uns. Wieso? Na, verstehst du schon, das ist Nintendo Sache. Verstehst du? Fangame von Mario und Luigi. Klage! Stimmt, theoretisch hat Mario keinen haarigen Rücken, weil. Hast du Mario Odyssey gespielt? Nein, aber ich habe das Spiel gesehen. Man muss aber auch dazu sagen, da war Mario und Luis Zeit doch gut. Oh, fuck. Oh, Junge! Ich bin eventuell überfordert. Womit? A drücken. Das ist doch nur ein Knopf. Unangenehm. Du könntest den Louis. Ja. Du prügelst erstmal einen und dann macht Louis noch einen zweiten. Louis, ich weiß, du bist vergiftet, aber du kriegst es hin. Du bist günstig hier. Ein toller Treffer wäre nett. Mehr Schaden. Geht mehr Schaden? Spielt jetzt mehr Schaden aus. Ah, das war nicht gut. Oh, yeah. Okay, so hat natürlich nicht mehr Schaden gemacht. Oh! Wie soll ich? Was? Ach, das ist alles eine Sache vom Timing.
Ja, dachte ich auch. Es sind nur noch zwei, würde ich. Sind eh fast tot. Hat er gesagt. Und solange es zwei sind, machen die den Angriff. Der ist nicht so schwer. Louis, komm schon! Jeder Boss in Elden Ring schafft es, länger in der Luft zu bleiben als du. Naja, das ist auch nicht gerade schwierig, weil jeder Boss in Elden Ring gefühlt fliegt. Oh, ich springe in die Luft, komm auf dich hinabgestürzt, warte in der Luft 3 Sekunden, dann ist deine Rolle vorbei und dann treffe ich dich doch noch. Domain, das ist ein Magiespiel, das ist ganz unnatürlich, dass es da passiert. Natürlich. Oh mein Gott, wie viele Gegner gibt's hier noch? Das ist der 10. Raum? Keine Ahnung, oder? Oder hat der Raum einfach nur eine dicke Stupsnase? Moment. Oh, wir haben den ganzen Scheiß. Um nicht benutzen. Ganz genau. Guck auf die Karte. Ja? Ja. Was ist das? Das ist der 10. Raum oder hat der Raum nur eine Stupsnase? Kennst du das hier? Ja. Wie kommst du auf 10. Raum? Und die 10? Ach, da hinten! Ach, da hinten! Das ist vielleicht der 10. Raum. Hast du mitgezählt? Nein. Oh, viele Gegner. Mario einfach drauf. Und Louis macht Feuerblume. Warum nicht Mario? Mario macht mehr Schaden. Ah nein, die machen gleich viel Schaden. Hat wir doch schon mal getestet, ne? Ja, hatten wir. Oh mein Gott, Mario! Du Monster! Also, der war wütend gerade. Und pow, den auch nochmal 90 Schaden. Nein, nicht. Ich kann das nicht hier mit dem Bildschirm. Man muss auch dazu sagen, dadurch, dass da kein Platz zwischen drin ist, ist es halt schwierig. Ja, das ist wirklich schwierig. Da ist nicht so ein Timing dazwischen, wo er noch durchfliegt, aber das sehe ich nicht. Wobei, wenn du dir die Mauer dann links anguckst, die sieht schon sehr pixelperfekt gerade aus, oder? Ja. Naja. Naja, nicht ganz, aber... Naja. Verbrenne! Ja, yeah, besser so. Boom! Boom! Aber man levelt gut. Das ist wahr. Ich will da hoch. Gehen wir da hoch. Ich will auch da hoch. Oh, komm da nicht rüber. Ist einfach eine unsichtbare Wand für den Gegner. Ist einfach eine unsichtbare Wand für den Gegner. Wie du sie einfach eiskalt ausnutzt. Yeah, hab ich als Dark Souls gelernt. Ach ja, wieso mache ich das eigentlich nie? Geschwindigkeit! Nee. Geht's? Wie Feuer, Bruder. Ja. Yeah. Sind sie auch in Telfen geworden, Maschinen? Boah, nice. Weiß ich nicht. Ist nachgefragt? Nein. Oh, ist jemand langsamer wegen dem Hammer? Tut mir aber leid, Kleiner. Oh, jetzt fängt es an, dass wir mehrere tolle Treffer bekommen. Langsam ist der Bart auf einem guten Level. Tut mir leid, kleiner Kumpel. Schisse. Ja, weißt du was? Mir tut's gar nicht leid. Was? Oh mein Gott, 50 Münzen für dieses Secret. Was ist das hier? Ja, das ist nur ein Super Zero. Kann ich eigentlich den Block anstoßen, indem ich das mache? Ja, kann ich.
Flap, 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 flap. Ich fliege. Guck mal, Luigi, ich fliege. Aber Mario, ich trage dich. Guck mal, Luigi, ich bin so hoch. Warum eigentlich diese Blöcke? Warum nicht die Münzsocken vorher? Weil die nur für den Kampf zählen. Richtig? Ich weiß es nicht. Okay. Oh, wow. Oh. Hm. Ja, genau. Tschüss. Du wirst sie doch nicht etwa verkaufen. Okay, wo ist dein Unzi-Bot-Demon? Was denkst du? Ich habe eine Theorie. Die Theorie wurde gerade... Oh! Ich habe eine Theorie. Ich wollte gerade sagen, deine Theorie wurde gerade debunked. Hast du recht. Oh Gott, drei von denen schon wieder. Feuerblume. Feuer, Feuer, Feuer. Ich habe das übrigens, als ich das gespielt habe, Stein. Die kleinen Gegner habe ich immer mit den normalen Angriffen gemacht. Stein. Was? Laberst du? Kennst du das nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, du kennst das. Das war die eine Folge von Timmy Turner, wenn Elfen helfen. Kosmo und Wanda, hieß es eigentlich. Ja. Wo er sich die gute alte Zeit, die Steinzeit, gewünscht hat. Erinnere mich nicht. Und da gab es eine Feuerwehr und die Feuerwehr war so: Feuer, Feuer, Feuer! Stein. Wir haben Stein aufs Feuer geworfen? Wir haben Stein aufs Feuer geworfen. Da erinnere ich mich an irgendwas. Und großartig. Der ist so großartig. Ich weiß auch nicht, wie ich gerade auf die Sache darauf kam. Ich auch nicht. Aber es ist okay, weißt du, es ist okay. Ich hab noch Toad Town! Mario und Luigi, wo habt ihr nur gesteckt? Deine Röhre. Und mein Bowser drin. War heiß. Alle sind verschwunden, ihr, die Prinzessin, Toadsworth. Plötzlich war der Palast wie leergefegt. Ich verstehe nicht ein Wort. Jedenfalls ist er zu viel zu verlassen. Moment, nicht erlaubt. Aber ihr dürft rein, oder? Ihr dürft doch rein, oder? Ihr solltet das versuchen. Ich find's gut, dass es absolut keine Ahnung ist. Diese Straße wird direkt zur Einkaufsmeile von Toad Town führen. Sie ist fast fertig, aber habt noch etwas Geduld, ja? Okay. Sicher, dass nicht einfach Bowser durchkommt? Ja. Ich habe vorhin aus dem Palast eine Stimme gehört. Unheimlich! Da ist doch niemand. Könnte es etwa ein Gespenst sein? Ja. Euch ist doch sicher aufgefallen, dass ein Tod und ordentlich gebaut wird, oder? Ja, hier kommt eine riesige Einkaufsmeile hin. Wir werden demnächst fertig. Sonst noch bitte Geduld, verstanden? Das ist ja gut, Alter. Der ist echt Jakko gewesen, Alter. Der. Hast du mit... Ja. Dem willst du nicht auf offener Straße begegnen, absolut nicht. Mario, ich habe eine Information für dich. Mario, kannst du dich unterirdisch fortbewegen? Kannst du nicht? Zu schade. Sobald du dich unterirdisch fortbewegen kannst, komm zurück. Ich weiß schon, was ich machen muss, Bro. Ich weiß nicht, warum er seine Stimme mitten im Satz geändert hat. Stimmbruch, plötzlich. Als hätte er einfach irgendeine automatische Meldung vom Spiel vorgelegt. Also, abgespielt. Animation. Rauschewände. Meinst du, wir dürfen da rein? Das sind genug Platz außen, man kann da einfach durchgehen. Okay, vielleicht auch nicht. Nein! Oh nein, der Weg zum Schloss ist versperrt. Wir können jetzt nicht außenrum, weil da Wasser ist. Also Mario konnte in Super Mario 64 noch schwimmen. Ich erinnere mich daran, ja. Ich habe Erstaunen und Ehrfurcht. Die finstere Macht des Finstersterns steigt.
Meister Konkret, mit dieser Macht werden wir die Welt beherrschen. Sag das nicht! Durch solche Erwartungen habe ich Stress! Die Macht des Finsters, Sterns, schläft doch wie ein böses Baby voller Gemeinheit. Mit Hilfe der Prinzessin werden wir in Mittagsschläfchen beenden. Ihr. Ein ungutes Zeichen. Der Palast, jemand will hinein. Oh nein. Ich habe Gelächter bei solcher Dummheit. Die Barrieren des Finstersterns halten jeden draußen. Oh, das ist der Finsterstern. Hat man überhaupt nicht gesehen. Der Finsterstern, seine Macht beginnt zu erwachen. Wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Aber wie? Ich hatte eine Idee. Kehren wir nach Tautan zurück und überlegen uns einen Plan. Gute Idee. Und wieder fließen Tränen, aber nicht die von Krankfried. Krankfried liegt auf der Couch und schlürft Tee. Genüsslich, der euch auslacht. Und zieht dem Siegel des Finsters beim Aufbrechen zu. Das Finsterstern zu? Bald ist das Königreich so finster wie die finsterste Finsternis. Aber bis dahin gehe ich vielleicht noch eine Kleinigkeit einkaufen. Oh. So finster wie die Finsternis. Hast du Chippy gesehen? Finsternis. Ja, die war wütend. Mag das Lied. Hast du eine fröhliche Musik? Das ist so wahr für die Situation gerade. Oh nein, krank für die Welt beherrschen. Mit dem Finsterstern, der alles umbringen kann. Wunderschön. Oh, die lass mich raten, die Einkaufsmeile ist offen. Die Einkaufsmeile ist eröffnet. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Ah, die nicht, okay. Ich mag das Detail, dass im Schatten so ein X ist. Weiß nicht, gefällt mir. Meinst du, das ist ein Detail oder meinst du, es ist einfach nur. Es ist nicht Zufall, bin mir sicher. Die Metaboli! Wer eröffnet in solcher Zeit eine Einkaufsmeile? Das ist gute Frage, kann da keiner einkaufen gehen. So ein Blödsinn, fast alle haben Metaboli. Wir sind hier mitten in einer Pandemie. Metaboli ist kein Spaß! Und jetzt ist auch noch die Prinzessin weg! Jetzt ist genau die Zeit, in der man jede Aufmunterung gebrauchen kann. Aber alle werden sie anstecken. Ja, stimmt schon. Aber du hast recht. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob das so ansteckend ist. Oh, und da rein. Aus meiner Küche. Peach. Mario, du achtest auf deine Gesundheit, ja? Wie das einfach passt mit der Stimme. Dann geh mal schön weiter, dann bleibst du fit. Was? Was? No, komm ich nicht wollen! Ich hab einen komischen Pilz gegessen und plötzlich war ich so... Fett? Das ist Fettshaming, okay? Er lebt krank. Gesund. Nein, er ist krank. Er lebt gesund. Hallo Mario, wie geht's dir? Du siehst ziemlich glücklich und entspannt aus. Sehe ich wirklich so aus? Aber du scheinst... Aber das scheinst du eigentlich immer zu sein. Nur nicht unterkriegen lassen. Mhm. Mario, brauch deine Hilfe. Ich geht einfach nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Nee, die umgedrehte Schildkröte. Versuch doch zu rollen. Du hast recht. Oh, das ist vom Anfang, vom Intro. Wir sollten uns mal um eine Renovierung kümmern. Das war. Ja, so langsam sollte das. Papa,
ist so groß und rund geworden und rums hat er die Wand eingerissen. Irgendwann will ich auch so groß wie Papa werden. Weißt du, Kleine, ich hab da eine Idee. Ich kann dir bestimmt behilflich sein. Komm mal mit. Ich krieg schon irgendwo diesen Pilz. Krankchen, gibt es hier noch einen. Westlich von hier gibt es einen Tunnel zu den Toadtown-Höhlen. Ab und zu sieht man dort drei seltsame Paracoupes herumlungern. Wirklich. Oh, der Bulli. Ja, mit der Bulli. Mario. Sieh mich an, ich kann mich kaum bewegen. Der Doktor sagt, das wird wieder, aber der ist so komisch, ich hab mir Sorgen. Meinst du, dass ich durch Sonnenbaden gesund werde? Wie auch immer, die Klinik von Dr. Horus Kupus T. ist auch auf der Einkaufsmeile. Sonnenbaden. Im Schatten. Ich will doch kein Sonnenbrand bekommen. Okay. Ich habe etwas zur Vorbeugung. Ich habe das Haus zu einer Sauna umgebaut. Man spitzt alles aus und kann so nicht rund werden. Also macht das Feuer nicht aus. Ich klaue euch nur das Frischwurz und 50 Geld. Okay. Mach mir das Feuer wohl nicht aus. Aber wisst ihr, was wir ausmachen? Oh nein! Da runter. Wir werden doch wohl nicht einfach den Part ausmachen. Oh. Tut mir leid, ich hab die Maus im Bild. Sorry. Ich glaube, wir wollen zuerst nach links, oder? Ich glaube auch. Kannst du mir noch den und den, dann machen wir den Part. Hey Mario, zu einem Kostmann geht's hier einfach geradeaus. Ja, da wollen wir noch nicht hin. Da gibt's viele schicke neue Geschäfte und alle in... Geh weiter. Ich will auf die Einkaufsmeile. Soll ich die schubsen? Nicht? Okay. Nee, schon mal nicht. Gut, Leute. Dann, wenn es euch gefallen hat, gebt Like. Dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und bleibt gesund. Tschüss. Keine komische Pilze essen.